Liebe Freunde, hier ist euer Freddy. Willkommen zurück zu Stellaris und zur Vereinigten Stellarenrepublik. Wir sind hier weiterhin dabei, unsere Situation hier zu verbessern. So langsam wird es, habe ich das Gefühl. Und da müssen wir uns nochmal ranhängen. Ich habe schon mal angefangen, hier in den Gebieten zumindest, irgendwie so ein bisschen zu versuchen, vielleicht doch mal so ein paar mehr Industriedistrikte zu haben, damit wir zumindest die Konsumgüter bei in Schach halten können. Und wir müssen seltene Kristalle besorgen, ganz dringend. Da schauen wir noch mal ganz kurz. Da brauchen wir ordentlich Asche. Ordentlich aber. Ich würde dann auch noch mal so ein bisschen Nahrung verkaufen wollen. Vielleicht auch noch mal so ein paar von denen. Dann kaufen wir auch mal wieder 1000 von denen. Das sieht gut aus. Mercury Habitat. Markus, die Raffineriewelt. Die klagt hier wegen Arbeitslosigkeit. Ist das eine Raffineriewelt? Hatten wir das so entschieden? Mir das so getan? Sieht aber danach aus. So. Wir haben hier irgendwie keinen Anführer mehr. Das habe ich irgendwie verpennt. Wir nehmen immer einen, der für Gerechtigkeit sorgt. Das ist immer gut. Perfekt. Ja, dann wir wollen mal kurz in der Bevölkerung schauen. Das sind schon Spezialistenjobs, ne? Ja. Dann gleich weiter damit. Ein Job. Ja, das hier kann auch gleich weg. Das muss ersetzt werden. Umwandler und Zivilunternehmen ist mir auch klar. Ersetzen. Synthetische Kristallanlage. Hier müssen wir schon gucken, dass es passt. Ansonsten, oh, sieht das doch gut aus. Nahrung kriegen wir sonst auch irgendwie immer anders. So, hier wird schon was gemacht. Venus. Können wir nichts machen. Uranus Habitat. Wie sieht's aus? Hier könnten wir so ein bisschen auf exotische Gase gehen, ne? Ja. Ist das nur? So, weiter geht's. Sehr schön, das wurde abgelehnt, das gefällt mir. We are being hailed. Wie sieht's aus mit Baranik? Über die Hälfte schon durch. Haben wir Bevölkerung verloren? Das kann echt sein. Heron Prime. Was machen wir aus dieser Welt? Was machen wir aus ihr?
sich ist es eine Industriegeschichte hier. Man könnte natürlich auch erstmal sagen, man besetzt dann hier die Industriedistrikte. So. Machen wir mal so Step by Step weiter. Venus Habitat geht nichts, das ist schon klar. Auf dem Jupiter. Auf dem Jupiter ist das eine gute Frage. Oh, entschuldigt, Leute. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, hier. Was machen wir denn hier? Sollen wir Legierung? Ich weiß es nicht, ob wir jetzt Legierung brauchen. Gute Frage. Brauchen wir den hier überhaupt? Könnte man auch ersetzen. Mal mit einem Bollwerk. Und dann setzen wir hier dann mal ausnahmsweise mal eine Legierungsgießerei rein. So. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Das sieht ja alles vernünftig aus jetzt. Es hat sich auf jeden Fall gebessert. Was man hier noch machen könnte, ist natürlich bei den Richtlinien könnte man... Wobei, noch ist es nicht so weit. Wer so in etwa die Übersicht haben... Wo ist eigentlich MarineCon hingeflogen? Hier. Flieg mal zurück. Ich will hier die... Nee, wir bewegen uns erstmal nur dahin. So. Wir sind da noch lange nicht mit durch. We are being hailed. Construction completed. Sternbasis in Bellatrix. Ich will jetzt mal Folgendes tun. Bergbaustation, Forschungsstation sollen hier mal gebaut werden. Diese Station wird mal, soll ich sie mal zum Test, zu Testzwecken mal abreißen. Sollen wir das tun? Das wäre so eine interessante Frage. Ich weiß es nicht. So, was ich hier jetzt machen werde, ist erstmal, scheinbar braucht man den hier nicht mehr. Deswegen stellt sich mir jetzt die Frage, wie geht es hier weiter? Also, wir haben hier anscheinend größere Probleme. Das scheint hier nicht zu reichen. Die Station kann anscheinend abgerissen werden. Vielleicht auch. Weiß ich gar nicht. So, ich probiere es mal aus. Herabstufen. Dann werden wir wieder
so machen. Und hier wird es dann so sein, dass wir hiermit verbinden. Mal gespannt. Research concluded. Sieht verdammt nochmal gut aus. Ich überlege, ob ich nicht eventuell die Hauptstadt hierhin verlagere. Aber die kann eh nicht weiter zurück. Deswegen bringt das gar nichts. Deswegen bleibt sie hier. So, jetzt stellt sich die Frage. Und wenn wir hier mal reinschauen. Also 120. Moment, so 66. Classic Blue müsste hier reichen. Grundschutz. Okay. Ach nee, das sind ja dann 266. Die hier durchhuschen. Max Piraterie 66. Interessant. Das ist interessant. Also im Prinzip, der würde reichen. Auch für diesen Part nehme ich mal an. Wir müssten aber mal schauen. Ah, wegen das hier, ne? Ja, ja. Wir haben mal überlegt. Bis hierhin reicht es nicht mehr. Die beiden braucht man, damit man hier einsammeln kann. Der hier kommt zwar hier an, Max Piraterie 109, hat aber zu wenig. Der wird da eh nicht rankommen. Wir verbessern mal hier unsere Situation, indem wir hier mal so ein paar Hangare bauen. Und wir haben zu Ende geforscht. Das ist auch nochmal wichtig. Erkundungsgeschwindigkeit, sehr schön. So, Disruptor. Immer so eine Waffengeschichte, ne? Also, da machen wir mal den Disruptor. Artikelforscher. Nehmen wir mal den. So. Okay. Wie machen wir hier jetzt weiter? Hier ist komplett geschützt. Hier brauchen wir nichts. Nur hier kommt nichts an. Nur der Grundschutz an. Theoretisch brauchen wir hier auch keine Station mehr. Wie gehen wir damit um? Also ich möchte schon, dass wir die Sachen hier einsammeln. Wenn ich jetzt einen dazu nehme, müsste das so nach etwas ausschauen. Handelsknoten. Mal gucken wir mal. Und unser Saturn-Habitat.
Saturn-Habitat. Ist ja Gleichstand. Ersetzen wir dann natürlich eine Kristallanlage und hier mit Gasen natürlich. Na, Gasraffinerie. Das sollte passen. Ja, es geht weiter. Gaia Prime. Das machen wir aus Gaia Prime nochmal. Achso, das wird einfach nur so ausgebaut. Oh Gott, seitdem ich mich am Kaffee verschluckt habe, reizt es gerade. So, Grenzen geöffnet. Pliff Pluff Commonwealth. Okay. Jetzt stellt sich die Frage, kann man denen eine Unterwerfung vorschlagen? Was gibt man denen? Kann man denen so ein bisschen Forschung geben? 15%? Das langt denen nicht. So. Wie kriegen wir sie dazu? Ist er selber Lehnsherr? Warum hat er so viele Lehnsherren, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Gottes Willen, ey. Naja. Dann ist das so. Ja, dann ist das so. So. We are being hailed. Warum dauert das hier so lange? Warum kommt hier niemand mehr nach? Liegt das daran, dass wir keine Jobs mehr anbieten können? 8 Wohnungen fallen weg. Ganz ehrlich, dann ersetzen wir das. So. Generator-Habitat. Okay, wir haben viel zu viele Jobs hier über. Was machen wir denn hier? Wir warten ja erstmal ab, dass hier diese Jobs ausgefüllt werden. Gerne hier sonst auch noch sowas. Construction completed.
Wir bauen hier mal noch eins. Sieht alles nett aus. Hier ist es nur auch wieder ein Problem. So. We are being hailed. Kostet 4000. Wir brauchen das aber. Wie sieht's hier eigentlich aus? We are being hailed. Hier hatten wir auch schon was versucht. Wer ist eigentlich geschommen? Ist ein Wissenschaftler. Wie sieht's hier aus? Warum kommt der da nicht an? Liegt das da dran? Woran liegt das eigentlich? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir warten mal kurz ab. So, Eron Prime. Ja, hat schon die wichtigen Sachen hier aufgebaut. Wir wollen halt auch weiterhin... hier gibt es keine Arbeitslosigkeit. Bei der Bevölkerung ist es uns hier nur wichtig, dass die Raffinerien laufen. Ansonsten natürlich erstmal auch die Industrie. Merkur-Habitat. Wie gesagt, massig an Jobs noch verfügbar. Es stellt sich hier echt die Frage, was man noch mit dem Rest macht, ne? Wir könnten hier natürlich auch sagen, dass man nochmal eine Legierungsgießerei baut. Da könnte man nochmal sagen, okay. Ja, meinetwegen nimmt man nochmal, keine Ahnung, Holotheater oder so. Oder man lässt es, ja, geht auch. Man baut gar nichts. We are being hailed. Wir warten hier nochmal ab. Construction completed. Sehr schön. Ach so, ein Xora war das. 44. So, Frage ist jetzt folgende. Ich könnte 2, 3, 4. Könnt ihr nochmal versuchen, natürlich ja, noch mehr zu machen. Allerdings stellt sich hier natürlich die Frage, ja, wie weit man das macht. Das überlegen wir uns dann ab der nächsten Folge, ihr Lieben.
Wir sind schon am Folgenende angekommen. Wir sind auch schon am Staffelende angekommen, ihr Lieben. Also, das heißt, jetzt nicht den kommenden Montag, sondern danach am 24. geht's weiter. Und dann schauen wir mal, wie wir hier mit der Piraterie weiter umgehen und wie wir die Wirtschaft wieder sanieren. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fari.